Hallo Elena, lass uns über die TRBS 2121 Teil 2 sprechen. Was genau verbirgt sich dahinter? Also die TRBS 2121 Teil 2 ist eine Reihe von Regeln, die speziell die Sicherheit bei der Verwendung von Leitern definieren. Sie ist darauf ausgerichtet, die Arbeitnehmer vor Gefahr zu schützen, die bei der Nutzung von Leitern auftreten können. Und wer ist für die Festlegung dieser technischen Regeln zuständig? Die TRBS wird vom Ausschuss für Betriebssicherheit erstellt. Ihre Aufgabe besteht darin, klare und sichere Richtlinien für den Umgang mit Leitern zu entwickeln, um eben Unfälle am Arbeitsplatz zu vermeiden. Könntest du uns dann bitte einmal erklären, was in dieser Regel konkret enthalten ist? Die TRBS 2121 Teil 2 legt fest, wie Maßnahmen ergriffen werden können, um Mitarbeiter vor Absturzgefahren bei der Verwendung von Leitern zu schützen. Sie klärt, welche Teile als Anbauteile und welches Zubehör zur sicheren Leitungsverwendung eben gehören. Welche Arten von Arbeitsplätzen oder Unternehmen müssen sich denn an diese Regeln halten? Grundsätzlich betrifft die TRBS alle Unternehmen, die Leitern als Arbeitsmittel einsetzen. Sie ist darauf ausgerichtet, die Sicherheit aller Arbeitnehmer zu gewährleisten, die mit Leitern arbeiten, unabhängig von der Branche oder dem Arbeitsumfeld. Vielen Dank, Elena, für diese Einblicke. Kein Problem. Es ist wichtig, eben klare Richtlinien zu haben, um eben Arbeitsunfälle zu vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.